Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Motorola ist ja aktuell sowas wie der Hersteller der Stunde. Gerade die High-End-Smartphones, die sie zuletzt gelauncht haben, konnten wirklich auf ganzer Linie überzeugen. Mit dem Edge 30 Fusion zeigen sie nun aber, dass sie auch Oberklasse mittlerweile richtig gut können. So viel kann ich schon mal spoilern. Dieses Smartphone hier ist zwar mittlerweile schon über 3 Monate auf dem Markt und ich hätte mein erstes Testgerät schon längst an Motorola zurückschicken sollen, aber ich wollte unbedingt noch dieses Testfazit hier aufnehmen, weil es das Gerät auch einfach verdient hat. Mittlerweile bekommt man es auch schon für um die 500 €, was es natürlich noch mal deutlich interessanter macht. Ich werde euch jetzt hier in diesem Testfazit die wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten etwa 3 Monaten mit dem Motorola Edge 30 Fusion mit auf den Weg geben. Es wird nicht ganz so viele Specs und Detailaufnahmen wie normalerweise in den Reviews geben, aber ihr werdet euch trotzdem ein sehr gutes Bild von diesem Smartphone hier machen können. Hat für mich einfach den Vorteil, dass ich das Video hier etwas schneller produzieren kann und die Geräte endlich zurückschicken kann. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Starten wir direkt mit einem meiner persönlichen Highlights am Motorola Edge 30 Fusion und das ist ganz klar der Formfaktor. Es ist zwar auf dem Papier weder besonders handlich noch überdurchschnittlich groß, aber durch das Edge-Display, das nur 7,5 mm dünne Gehäuse und das Gewicht von relativ leichten 175 Gramm, liegt es richtig angenehm in der Hand. Das Display kommt im 20:9 Format, sprich es ist relativ in die Länge gezogen. So kann man 2/3 des Displays sehr gut einhändig bedienen, oben wird es dann aber problematischer. Das Edge 30 Fusion ist jetzt deshalb nicht super handlich, sage ich euch auch ganz klar. Ich finde trotzdem im Vergleich mit den anderen Kloppern in dieser Preisklasse, also überwiegend, die meisten sind da einfach nochmal deutlich dicker, deutlich schwerer und haben halt auch kaum größere Displays. Also ich finde, da hat Motorola einen ganz guten Mittelweg gefunden. Auch bei den Materialien haben sie definitiv nicht gespart. Der Rahmen besteht aus mattem Aluminium, die Rückseite aus Glas oder veganem Leder, je nach Farbe. Beides fühlt sich super an, da ist es absolute Geschmackssache, wofür ihr euch entscheidet. Die Verarbeitung ist auch hervorragend und anders als der große Bruder, das Edge 30 Ultra, fühlt sich das Fusion auch nicht scharfkantig beim Übergang zwischen Rahmen und Display an. Also das haben sie hier definitiv besser hinbekommen. So, jetzt haltet euch fest, denn apropos Farbe, das, was ich hier in der Hand halte, das ist die Pantone Farbe des Jahres 2023. Wurde zwar schon in 2022 beschlossen, ist jetzt aber schon die Farbe des Jahres 2023 und zwar Viva Magenta. Ja, ihr kennt ja meine Meinung zu dem Thema. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan aus dieser Partnerschaft oder Kombi von Pantone und Smartphone-Herstellern und dieser Schriftzug am unteren Ende des Smartphones ist in meinen Augen etwas unpassend und deplatziert, aber die Farbe ist richtig gelungen. Ich denke zwar bei Magenta immer an die Telekom und das hier ist definitiv eine andere Farbe oder ein anderer Farbton, aber zusammen mit dem Lederlook ist das beim Edge 30 Fusion echt gelungen. Bei dieser Farbe bekommt ihr dann im Lieferumfang auch noch Kopfhörer, die farblich allerdings tatsächlich eher Bordeaux-rot sind. Keine Ahnung, was das soll, aber die Farbwissenschaftler von Pantone haben sich da bestimmt irgendwas dabei gedacht, da bin ich mir ganz sicher. So, machen wir mit dem nächsten Highlight weiter und es ist auf jeden Fall das Display und da war ich sehr positiv überrascht, weil das eigentlich ein Punkt ist, wo man durchaus viel Geld sparen hätte können, hat Motorola hier aber nicht gemacht. Die Auflösung ist absolut ausreichend und Farbdarstellung sowie Farbechtheit sind oletypisch sehr intensiv, aber trotzdem nicht unrealistisch. Vor allem aber die Helligkeit hat mich echt positiv überrascht, sowohl im manuellen, vor allem aber auch im Automatikmodus. Die Kollegen haben da ja über 900 Candelar, glaube ich, gemessen, was für den Preis durchaus eine Ansage ist. Also da solltet ihr auch in hellen Umgebungen draußen, wenn die Sonne mal drauf knallt, noch immer ziemlich viel erkennen können. Also das Display ist definitiv ein Highlight. Dazu kommt, dass es auch noch eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz unterstützt. Meistens sind es zwar nur 120 Hertz, aber das trägt sicherlich auch seinen Teil zu der hervorragenden Performance dieses Smartphones hier bei. Zusammen mit dem Snapdragon 888 Plus Prozessor und satten 8 GB RAM. Der Prozessor ist zwar schon über ein Jahr alt, aber das macht ihn nicht wirklich schlechter. Er ist noch immer auf absolutem Spitzenniveau und sorgt für eine Performance, die der aktueller Flaggschiffe in kaum etwas nachsteht. Ja, das Fusion wird etwas wärmer als vergleichbare Smartphones mit Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ich meine hier natürlich vor allem das Edge 30 Ultra. Und ja, natürlich ist der Prozessor hier auch nicht so effizient wie etwa der Snapdragon 8 Plus Gen 1. Aber ihr müsst euch ja nur mal anschauen, wie viel Geld man hier sparen kann. Und da wäre mir das tatsächlich ziemlich egal. Ich sage, für aktuell 500 € bekommt ihr momentan kein Smartphone mit einer besseren Performance. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Also auch hier war ich sehr zufrieden. Der nächste Punkt, der mir bei
beim Motorola natürlich auch immer relativ gut gefällt, ist die Software, und so ist es natürlich auch hier. Man setzt im Prinzip auf Stock Android mit ein paar wenigen Anpassungen wie die Moto-Gesten, und auch die Ready4-Plattform wird hier unterstützt. So würde ich mir das eigentlich von jedem Hersteller wünschen. Es fällt allerdings auf, dass Motorola in letzter Zeit immer mehr Bloatware vorinstalliert. Also wenn es eine Sache gibt, eine Entwicklung, die mir bei Motorola in den letzten Monaten nicht so gut gefällt, dann ist es das. Bestes Beispiel ist TikTok. Von der App kann man ja halten, was man will. Aber wenn man die jetzt nicht nutzen möchte, sieht man, okay, sie ist vorinstalliert, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wer bekommt dann tatsächlich unaufgefordert Benachrichtigungen über irgendwelche lustigen, degenerierten Videos, die ihr dann alle erstmal wegdrücken könnt? Gut ist, dass man die App deinstallieren kann, dann bleiben diese Benachrichtigungen weg. Ich kann euch jetzt aber nicht versprechen, dass nicht irgendwann ein Update kommt, womit die App dann wieder drauf landet und dementsprechend auch diese Benachrichtigungen. Und da denke ich mir halt, ey, ihr wollt ein Premium-Hersteller sein, da muss das doch wirklich nicht sein. Zumindest meiner Meinung nach. Mit den Updates ist es dann auch so eine Sache. Das Smartphone hier kommt noch mit Android 12. Es wird zwei große Android-Versions-Updates geben, Stand jetzt, also bis Android 14. Motorola verspricht zwar 3 Jahre Sicherheitsupdates, aber mit denen ist das auch so eine Sache. Als ich das Smartphone bekommen habe, war der Sicherheitspatch auf Stand Juli. Dann gab es ein Update auf den November und seitdem ist nichts mehr passiert. Also rechnet mal so damit, dass der Sicherheitspatch im 3-4-Monats-Rhythmus aktualisiert wird. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also wenn es eine wirkliche Sache gibt, die man bei Motorola aktuell kritisieren kann, dann ist das mit den Updates. Die müssen meiner Meinung nach einfach etwas schneller, zuverlässiger und vor allem auch noch länger kommen. Das ist jetzt Kritik auf sehr hohem Niveau, aber das zum Beispiel macht Samsung etwas besser. Sprechen wir als nächstes über die Kamera, weil das ist auch so der nächste Punkt, wo man theoretisch viel Geld hätte sparen können, aber auch das hat Motorola glücklicherweise nicht gemacht. Die 50 Megapixel Hauptkamera überzeugt im Prinzip auf ganze Linie, zumindest wenn man immer den Preis im Hinterkopf behält. Die Aufnahmen werden größtenteils scharf, detailreich und ziemlich farbgetreu. Klar, bei der Bildschärfe und gerade auch beim Dynamikumfang gibt es definitiv noch Luft nach oben, aber das kostet dann eben. Vor allem auch bei Lowlight hat mich die Kamera positiv überrascht. Die Aufnahmen können sich wirklich sehen lassen, da kommt in der Preisklasse aktuell kaum ein anderes Smartphone ran. Videos können theoretisch sogar in 8K aufgenommen werden, wobei ich finde, dass die Qualität in 4K mit 30 Frames per Second am besten ist. Auch hier schlägt sich das Edge 30 Fusion besser als die meisten anderen ähnlich teuren Konkurrenten. Die 13 Megapixel Weitwinkelkamera kann da qualitativ natürlich nicht mithalten, liefert aber für die Preisklasse immer noch eine ordentliche Bildqualität, vor allem bei guten Lichtbedingungen. Auch bei weniger Licht sind die Aufnahmen zumindest ab und an noch zu gebrauchen. Die 32 Megapixel Frontkamera macht prinzipiell auch ganz ordentliche Bilder, vor allem was die Schärfe angeht. Gesichter werden mir aber teilweise immer noch etwas zu sehr weich gezeichnet und vor allem auch zu kalt wiedergegeben. Empfang und Sprachqualität sind absolut durchschnittlich, da gibt es jetzt nichts, was ich irgendwie besonders hervorheben würde. Aber der Vibrationsmotor ist definitiv auch einer der besten in dieser Preisklasse. Sprechen wir als nächstes über den Akku. Das klingt ja auch alles relativ unspektakulär. 4400 mAh sind jetzt nicht besonders viel. Wie gesagt, dafür ist das Smartphone schön leicht und dünn. Aber die Akkulaufzeit ist trotzdem wirklich ordentlich und Motorola zeigt hier mal wieder, dass sie aktuell, was die Softwareoptimierung angeht, beziehungsweise die Abstimmung von Software auf die Hardware, im Android-Bereich aktuell so mit die besten sind. Ich schaffe trotz aktivierter automatischer Bildwiederholrate, also die geht dann eben hoch bis zu diesen 144 Hertz. Trotz dieser aktivierten Bildwiederholrate schaffe ich um die 7 Stunden Display-On-Time. Damit komme ich problemlos durch einen Tag, auch wenn der mal etwas länger geht. Ist für mich absolut in Ordnung, ist kein Spitzenwert, aber wenn man bedenkt, dass auch noch 68 Watt Fast-Charging unterstützt werden, das dazu passende Netzteil mitgeliefert wird und man den Akku damit in etwa 50 Minuten vollladen kann, ist das meiner Meinung nach zusammen wirklich eine gute Kombi. Wenn es jetzt noch Wireless-Charging unterstützen würde, dann wäre ich hier wirklich wunschlos glücklich. Aber dafür bietet das Edge 30 Fusion ja noch andere Premium-Features wie USB-C 3.1 oder hervorragende Stereo-Lautsprecher. Die gehören für mich ebenfalls zu den besten in dieser Preisklasse und auch der optische In-Display-Fingerabdrucksensor hat mir richtig gut gefallen, reagiert schön schnell und zuverlässig. Und das ist im Prinzip auch schon fast alles, was man zum Edge 30 Fusion erzählen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Gerät flog jetzt natürlich eine Zeit lang unter dem Radar, hat meiner Meinung nach auch von mir nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es vielleicht hätte bekommen sollen. Das liegt einfach daran, dass Motorola es zusammen mit dem Edge 30 Ultra vorgestellt hat. Das war halt einfach das interessantere Gerät. Aber das, was das Ultra aktuell im Flaggschiff-Android-Bereich ist, das ist das Fusion meiner Meinung nach in der Oberklasse und zwar ein absoluter Preis-Leistungskracher. Schon für die UVP von 599 Euro war das wirklich ein faires Angebot, aber jetzt für 500 Euro ist es meiner Meinung nach wirklich so mit das beste Smartphone, was man in dem Preisbereich kaufen kann. Vor allem, weil es halt keine größeren Schwächen hat und in allen wichtigen Kategorien wie Display, Performance, Verarbeitung, Haptik, Kamera und Software
Software auf ganzer Linie abliefert. Selbst in Sachen Akkulaufzeit gibt es sich keine Blöße. Und das, obwohl es deutlich dünner und leichter als viele andere vergleichbare Smartphones ist. Okay, es wäre jetzt natürlich noch nett gewesen, Wireless Charging zu haben, eine Telesum-Linse oder eine IP68-Zertifizierung, dann wäre es wirklich perfekt. Da muss man aber halt auch ganz ehrlich sein, das ist aktuell für 500 Euro einfach noch nicht möglich. Und ich finde trotzdem, dass es hier ein starkes Gesamtpaket ist und man das irgendwie verschmerzen kann. Da hat Motorola an den richtigen Stellen gespart. Ich hätte natürlich auch gerne noch eine 256 GB Version gesehen, wenn der Speicher schon nicht erweitert werden kann. Aber vermutlich reichen die 128 GB der Zielgruppe größtenteils eh aus. Das Einzige, was mir so ein bisschen größere Sorgen macht, ist das Thema mit den Updates. Ich hätte hier wirklich gerne 4 bis 5 Jahre Update-Support gesehen. Samsung bietet das auch an und liefert die Updates, vor allem die Sicherheitspatches, teilweise schon schneller und zuverlässiger aus, zumindest in der Oberklasse. Dann wäre es wirklich optimal, aber ich bin hier so ganz leicht optimistisch, dass Motorola, nachdem sie jetzt in den letzten Jahren das mit der Hardware und der Software so gut hinbekommen haben, auch das Thema Updates in den Griff bekommt. Ich war ja auch in Mailand vor Ort, da hieß es das zumindest, dass man auch sich dessen bewusst ist, daran arbeitet. Deshalb bin ich da jetzt auch vorsichtig optimistisch, sage aber ganz klar, das ist der einzige große Punkt, der hier meiner Meinung nach auf jeden Fall noch verbessert werden kann. Davon abgesehen kann ich euch das Edge 30 Fusion aber wirklich auf ganzer Linie weiterempfehlen. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrmals in diesem Video gesagt. Für mich ist das aktuell tatsächlich das beste Smartphone, was man so für 500 Euro kaufen kann. Tolles Gesamtpaket, da könnt ihr auf jeden Fall bedenkenlos zugreifen. Und ich finde es echt beeindruckend, auch wenn man sich das hier mal anschaut, weil das ist ja hier kein Flaggschiff, kein 800, 900, 1000 Euro Smartphone. Also welche Entwicklung Motorola da in den letzten 1-2 Jahren hingelegt hat. Ich hoffe, dass sie da wirklich auch 2023 dranbleiben können und auch dran anschließen können. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.